Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute eine neue Kategorie vorstellen. Und zwar wäre das die... Genau. Die Hyperdrive-Kategorie. Warum Hyperdrive? Nun, zum einen, weil das relativ kurze Videos werden und zum anderen, weil da Themen drin besprochen werden, die mich vielleicht mit Lichtgeschwindigkeit auf die Palme treiben. Wie der Titel schon sagt, wird es hier um Amazon gehen. Was mich als Sammler regelmäßig auf die Palme treibt, das zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel sowas hier. Liebe Amazon-Freunde, ist es wirklich so schwierig, Sachen so einzupacken, dass sie nicht kaputt gehen? Regelmäßig der Fall, wenn man Figuren kauft. Im Übrigen, was man vielleicht gar nicht so richtig sieht, ich versuche es nochmal so ein bisschen hier reinzuhalten in die Kamera. Nicht nur, dass hier unten eine fiese Biegung drin ist, sondern hier auch eine Stresslinie. Ist aber nicht die einzige Figur. Wir können uns gerne auch nochmal diese Figur hier angucken. Okay, die ist jetzt nicht ganz so schlimm. Hier oben die Stresslinie. Kann man sich überlegen, ob man das schlimm findet. Aber wenn man sich dann die weiteren Figuren anguckt, seht ihr hier, ja, einmal schön Stresslinie oben drüber. Und das sehen. Genauso wie die zweite Figur, die auch natürlich relativ gelitten hat. Wie gesagt, ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Man bestellt ja schon größere Mengen in der Hoffnung, dass diese Figuren nicht in einen Umschlag gepackt werden, was auch schon passiert ist, und dieser Umschlag dann in den Briefkasten reingedrückt wird. Wir unterbrechen kurz die Sendung und weisen auf Folgendes hin. Das Imperium und die Rebellen mögen sich in vielen Punkten nicht einig sein, aber eine Gemeinsamkeit haben sie doch. Sie abonnieren den Kanal mit einem Klick und aktivieren die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Und nun weiter im Programm. Und auch immer wieder gerne gesehen sind dann solche Sachen, wo denn die Kartons schon mit Delle oder mit Farbabplatzern kommen. Ja, das sind so Sachen, die einen Sammler natürlich stören. Gerade unter dem Aspekt, ich hatte letztens andere Artikel bei Amazon bestellt, wo die Umverpackung völlig egal ist. Und die kommt natürlich im 1A-Zustand. Da fragt man sich natürlich, können die nicht ein bisschen darauf aufpassen, dass solche Sachen korrekt verpackt sind. Gerade wir Sammler sind da ja doch ein bisschen eigen drin. Ne, können einige nicht verstehen. Und ich weiß, ja, es gibt zum Beispiel Auspacker, denen ist es ganz egal. Aber gerade für jemanden, der eingepackte Ware im guten Zustand sammeln möchte, ist das doch ein ziemliches Ärgernis. Ich gebe zu, dass Amazon sofort eine Rücksendung veranlasst hat. Der Witz an der Sache ist nur, dass die Rücksendung genauso aussieht. Tatsächlich sind einige der Figuren, die ich euch gerade gezeigt habe, schon aus der Rücksendung. Und dann fragt man sich natürlich schon, warum hat man das Ganze mit der Rücksendung überhaupt gemacht. Besonders ärgerlich ist es, wenn das Ganze dann nicht aus Deutschland kommt, sondern wie in meinem Fall direkt aus Amerika, weil es in Deutschland diese Figuren schon gar nicht mehr gibt. Und da fragt man sich natürlich, ob das sein muss, dass ich diese Figuren jetzt wieder einmal über den großen Teich zurückschicke. Das soll es aber erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Und aus diesem Grunde wünsche ich euch mit sammlerfreundlichen Grüßen einen schönen Tag. Bis denn. Und tschüss.